Ich sage euch, warum dieses Video hier mir so wichtig ist. In jedem vierten Unternehmen gibt es sexuelle Belästigung. Das heißt, das, was hier komplett normalisiert und bagatellisiert wird in dieser Show von Thomas Gottschalk, ist etwas, was einfach Realität ist in unserer Welt. Hallo Freunde des guten Geschmacks, ich bin Silvi und heute reden wir über den Thomas Gottschalk-Abgang bei Wetten, dass, weil ich es sehr, sehr spannend finde, wie jemand, der wirklich über Dekaden sexistisch war, damit durchkommen konnte. Das sieht man übrigens auch ganz gut bei Jan Böhmermann, dessen Redaktion das ganz gut zusammengeschnitten hat als Compilation. I just want to show the T-Shirt, okay? Oh, no, my boobs are here. Aha, may I help you? Yes, please. Oh, yes, man fängt jetzt komplett dieses Touch-Alter hier, das darf gar nicht erst beginnen. Das Knie der Nation, welches ist es denn? Das linke. Das linke. Sieht gut aus. Mach mich nass, Baby. Ich guck schon immer, ist das hier, kann man da durchgucken? Das Knie, komm. Das Knie, okay. Bitte, das ist therapeutisch. Oh Gott, das ist auch furchtbar, wenn man ohne Brille kein BH mehr aufkriegt. An extra one for me, just like... Ah, richtig, voll auf die Lippe und in Slow Motion noch einmal. Das ist auf alle Fälle maximal übergriffig, wie sich Thomas Gottschalk gegenüber diesen Frauen verhalten hat, ohne dass irgendjemand was gesagt hat. Und ja, es liegt wahrscheinlich sehr viel auch daran, dass wir früher Dinge nicht so hinterfragt haben. Wetten, dass ist eine Sendung, die gestartet ist, als es noch gar kein Privatfernsehen gab. Damals noch moderiert von Frank Elstner. Das heißt, Menschen, die angefangen haben, diese Sendung zu schauen, haben diese Sendung vor allem geschaut, weil es so die erste richtige Show irgendwann war, die man überhaupt schauen konnte. Es gab nicht so viel Auswahl. Und dadurch hat sich das natürlich zum Kult etabliert, auch weil es einfach eine Show war. Es ist was Neues gewesen. Leute haben das zelebriert, dass man sich samstagabends vor den Fernseher gesetzt hat und gemeinsam als Familie diese Show geguckt hat. Es gab damals auch keine Rückmeldung auf öffentlichem Wege, weil es kein Social Media gab. Und natürlich konnte man dieses Feedback, was jetzt stattfinden kann, bei jeglicher Sendung, die eben stattfindet, nicht geben. Es war nicht möglich. Und ganz oft ist es so, dass Menschen erst zum Hinterfragen animiert werden, wenn sie Inspiration auf anderem Wege bekommen. Wenn ich in einer Zeit groß werde, wo das einfach ganz normal ist, dass übergriffige Sachen gesagt werden, dass man aus einer sehr privilegierten Haltung spricht und gar nicht darauf achtet, was man damit aussagt, wen man damit degradiert. Und das gilt intersektional, ne? Wir haben alle diese Strukturen in uns. Rassistische Strukturen, ableistische, misogyne. Und damals musste man das nicht hinterfragen, weil es gab kein Feedback. Und diese Shows sind kreiert von weißen Hetero-Cis-Männern. Das heißt, die Perspektive war früher immer diese, ohne eine andere mit einkalkulieren zu müssen, weil es gar kein Feedback diesbezüglich gab und keine Kritik, die so groß wurde, dass andere Menschen darüber nachdenken konnten, ob das vielleicht auch mit ihnen in Resonanz geht. Er hatte am Wochenende seine letzte Wetten-dass-Show, die ihn berühmt gemacht hat und die wir, glaube ich, alle aus der Kindheit kennen, zumindest die Millennials unter uns. Und Gen Z wird wahrscheinlich denken, was habt ihr euch da eigentlich alleine geguckt? Aber ich weiß noch ganz genau, wie ich früher mit meinen Eltern immer Wetten, dass geguckt habe. Dominik Brandtönjes aus Riedberg wettet, dass er 25 BHs mit handelsüblichen Essstäbchen öffnen kann. Alle in irgendwelchen Misswahlen. Du bist die aktuelle Miss Germany. Ja, ich bin die Miss Germany, Doris Schmitz. Seit dem 14. Februar. Seit dem 14., also noch ganz jung und taufrisch. Mal probieren? Dürfen wir vielleicht nur gucken, nicht anfassen. Also bei Miss Germany zum Beispiel, einfach mal willkürlich anfassen. Und das Spannende ist an ihm, dass das einfach nie so wirklich hinterfragt wurde. Und woran das liegt, möchte ich heute mit euch besprechen. Und ich möchte an der Stelle sagen, ich erkenne total seinen Erfolg an. Ne? Also er hat auch gute moderative Qualitäten bewiesen. Und er ist, glaube ich, auch jemand, der eigentlich ganz viele Dinge versteht. Aber was er eben nicht reflektieren möchte anscheinend, ist seine eigene Übergriffigkeit gegenüber anderen. Eigentlich ist er mir als Person egal. Aber dadurch, dass er natürlich einen krassen Stellenwert in Deutschland hat, also er sich quasi mit seiner Präsenz und seiner öffentlichen Person einen Namen gemacht hat. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, darüber zu sprechen. Und ich möchte mit euch ganz deep down in die Analyse reingehen, weil er wirklich ganz gezielt gewisse Taktiken verwendet, damit sein Verhalten
nicht so auf die Goldwaage gelegt werden kann. Und das macht es tatsächlich sehr schwierig, es ihm übel zu nehmen. Und das möchte ich mit euch auf alle Fälle heute besprechen, weil ich glaube nämlich, dass sowas häufiger vorkommt. Und es ist auch ganz spannend, wie sich Frauen dabei verhalten, auch jetzt in dem kurz gezeigten Clip. No, my boobs are here. Sieht man nämlich schon, dass es den Frauen oft unangenehm war, aber dass sie es geduldet haben oder dass Neins einfach übergangen wurden, dass ihre Körpersprache ganz oft sagt, bitte geh weg. Das geht. Aber das auch überhaupt nicht beachtet wurde, aber dass trotzdem niemand eingegriffen hat. Wenn ich heute mit einer Frau essen gehe, muss ich ja schon sagen, gib mir bitte die Salzstreuerin rüber, weil ich irgendwie, denke, vielleicht... Und ich mache dieses Video vor allem auch, weil Sexismus ganz oft unter einem Deckmantel kommt. Wir verstehen es mittlerweile besser als früher, aber auch hier gibt es genügend Männer oder aber auch Frauen, die nicht verstehen, warum dieses Verhalten übergriffig ist. Und ich möchte das hier analysieren und entweder aufklären oder, wenn ihr eh schon wisst, dass das übergriffig ist, mit euch zusammen erarbeiten, warum genau das so toleriert wird, damit ihr Argumente habt, wenn ihr in solche Diskussionen slidet. Generell möchte ich das Ganze intersektional betrachten, denn auch andere marginalisierte Gruppen werden nicht als vollwertige, gleichberechtigte Menschen gesehen, sondern abgewertet. Ich erinnere euch an die letzte Instanz. Ihr kennt vielleicht die Folge mit Thomas Gottschalk. Ich bin ja einer, der seine Karriere darauf begründet hat, dass er erst geredet und dann gedacht hat. heute denke ich und dann sage ich am besten nichts mehr. Es gibt aber so eine zwanghafte Sensibilität. Also denke in dieser Phase doch nicht an irgendeinen, sagen wir mal, Angriff auf Menschen anderer Hautfarbe. Ich habe das ja selbst erlebt mit dem Shitstorm. In meiner grundtiefen Verehrung für Jimi Hendrix habe ich mir irgendwann eine schwarze Perücke aufgesetzt. Mit Blackfacing? Hast du dich schwarz geschminkt? Ja, aber okay. Das war eine tiefe Verneigung vor Jimi Hendrix. Ich war in Beverly Hills auf einer Party, wo nur weiße Banker waren. Ich habe zum ersten Mal gewusst, wie sich ein Schwarzer fühlt. Also ich habe da eine richtige, sagen wir mal, Erweckungserlebnis gehabt bei dieser Veranstaltung. Es ist ja einfach auch nichts, was ihn betrifft. Da ist die Haltung schon relativ klar geworden, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ne, Klaus Kleber im Heute-Journal zum Beispiel spricht jetzt neuerdings immer von PolitikerInnen und SteuerzahlerInnen. Wie groß ist deine Bereitschaft, mit 70 da nochmal umzuschwenken? ZuschauerInnen? Kleber und KleberInnen. Man hätte so Zeit gehabt, sich zu reflektieren, aber wir starten jetzt mit der Show. Rüber zum Spiel und die gucken zu. Ihr könnt gerne drüber kommen, wenn ihr möchtet. Sag mal, du sitzt im Rollstuhl, aber du bist ein aufgewecktes und lustiges Kerlchen. Man hat das am Anfang gar nicht richtig gemerkt, dass du ja am Rollstuhl den ganzen Tag gefesselt bist. Das ist tatsächlich eine sehr ableistische Aussage, also eine behindertenfeindliche Aussage. Warum ist das ableistisch? Er wertet erstmal einen Menschen aufgrund seiner Behinderung ab. Also er ist gefesselt an den Rollstuhl und on top zentriert er das Merkmal. Also die Behinderung ist das Hauptmerkmal. Dabei hätte er auch einfach nur sagen können, das ist Felix und das ist seine Wette. Aber es ist natürlich wichtig, diese Behinderung in den Fokus zu stellen, obwohl sie überhaupt gar keine Rolle spielt. Was hast du für eine Krankheit? Auch so diese gezielte Frage nach der Diagnose ist halt eine Reproduktion, die Leute, die das sehen, glauben lässt, dass es okay ist, dass man einfach im öffentlichen Raum mit einer fremden Person nach der Diagnose fragt. Es geht ja nicht um seine Behinderung. Wisst ihr, der Junge wurde eingeladen, weil er eine Wette absolviert und nicht um über seine Krankheit zu reden oder dass er im Rollstuhl sitzt, aber es wird halt trotzdem zentrales Thema und es wird halt auch gleichzeitig abgewertet. Das ist halt so der erste Punkt, wo man so merkt, dass einfach wenig Selbstreflexion stattgefunden hat die letzten Jahre, weil es ist vielleicht sogar verständlich, dass man früher sich nicht so krass reflektiert hat, weil man einfach den Spiegel auch nie vorgehalten bekommen hat, weil sich Menschen nicht getraut haben. Aber das Verhalten war schon immer scheiße. Es hat halt nur nie jemand was gesagt. Aber an der Mimik und Gestik von den Menschen sieht man einfach, dass es damals auch schon nicht in Ordnung war. So, ist lustig. Chinesen. Was passiert also, wenn bei Thomas Gottschalk eine Frau in seine Show kommt,
von deren Beruf er natürlich nichts hält, weil sie eine Influencerin ist und die er anscheinend auch gar nicht ernst nimmt. Die Rede ist von Shirin David. Die ist nämlich jetzt bei Helene Fischer in einer Neuauflage von Atemlos mit dabei und featured sie als Rapperin. Und ich persönlich muss ja sagen, es gibt Punkte bei Shirin David, die finde ich absolut kritikwürdig. Wie zum Beispiel ihr Echtpelzgate, wie sie damit Kritik umgeht, dass sie andere Frauen abwertet, wenn diese Kritik aufkommt. Es sind immer die hässlichen Bitches, die haten. Das finde ich alles nicht gut. Allerdings finde ich trotzdem, dass Shirin einfach eine krasse Karriere hingelegt hat und auch jetzt Dinge macht, die man respektieren kann. Den Auftritt bei Thomas Gottschalk sehen wir uns jetzt an. Guck mal, ich werde jetzt gerahmt von zwei Frauen. Das muss ich so organisieren, wenn ich eine zu rechts, eine zu linken. Also, zu Beginn stellt er sich natürlich schon mal als Frauenheld dar, weil das ist sein Image. Wenn zwei Frauen da sind, dann muss er das so organisieren, dass er da in der Mitte sitzt. Du rutschst einfach ein bisschen in meiner Nähe, dann haben wir das, wenn wir Shirin neben mich setzen, haben wir ja geradezu eine Symphonie. Warte mal, war das anders geplant? Ich muss das Wo leider umbauen. Ich möchte zwar neben dir sitzen, aber farblich kann ich es gar nicht anders machen. Oh Gott. Hallo erstmal, Anna. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Hallo. Shirin, hast du gedacht, dass du mal neben mir sitzen würdest? Ja. Ja? Schon. Ja. Ich habe mich darauf vorbereitet. Also er selbst hebt sich in seiner ersten Aktion erstmal auf ein Podest. Vorher inszeniert er sich als Frauenheld. Jetzt ist er der krasse Thomas Gottschalk, neben dem Shirin David jetzt sitzen darf. Hätte sie es gedacht, dass sie das irgendwann mal schafft. Dann macht er Folgendes. Ja, wir sind ja gemeinsam Dieter Bohlen-Fans. Große Dieter. Shoutout Dieter. Kommt runter zu ihr auf Augenhöhe und sagt, ey, wir beide, wir haben ja einen gemeinsamen Feind, Dieter Bohlen. Das schafft jetzt erstmal Verbindung. Shirin lässt sich gar nicht drauf ein. Was ich ja nie gedacht hätte, Shirin, aber man sagt mir, du bist ein Opernfan. Und betont auch erstmal, dass er Kompetenz auf diesem Gebiet hat. Ich war ja mal ich bin immer noch im Board of Trustees in der LA Opera. Was für Opern magst du gerne? Dass du ein Opernfan bist, hätte ich dir nicht angesehen. Warum nicht? Und jetzt wertet er sie wieder ab. Versteht ihr die Dynamik? Also erst wertet er sie ab, dann kommt er runter zu ihr auf die gleiche Ebene, um so eine Pseudo-Augenhöhe darzustellen und dann stichelt er wieder. Opern ist popkulturell gesehen und im sozialen Kontext gesehen etwas, was sich eher Menschen leisten können, die im sozialen Status gehobener sind. Mit Opern beschäftigen sich in der Regel eher Menschen mit einem höheren Bildungsstand. Und das ist zumindest das Vorurteil, was so gefestigt ist. Und es ist ja auch was, was man sich leisten können muss, ne? Und genau in diesem Subkontext spielt er darauf an, dass er das Shirin gar nicht zutraut, weil sie gar nicht so aussieht. Da könnte man jetzt sehr viel reinlegen. Dadurch, dass diese Abwertung so zwischen den Zeilen passiert, ist es sehr schwer, das so zu greifen und das so anzupacken und zu sagen, hä, was passiert ja eigentlich gerade. Aber Shirin macht das eigentlich ganz gut, weil sie sagt Folgendes. Ich weiß auch nicht. Du weißt ja, ich hätte dir auch die Feministin nicht angesehen. Warum denn nicht? Ja, weil ich... Weil ich gut aussehe? Nee, weil du gut aussiehst. Ich sehe auch gut aus. Ich bin auch ein Feminist. Naja, aber wir machen ja nicht mehr... Du bist kein Feminist. Wie schade. Kein Feminist. Ich bin ein Feminist, natürlich. Es ist so schön, dass Helene Fischer da zu Hilfe eilt, weil bei Helene Fischer fällt natürlich auf, dass sie eher zurückhaltend ist und natürlich sehr bedacht wählt, was sie sagt, denn sie natürlich aufgrund ihrer Zielgruppe schon auch gucken muss, was sie sagen kann, weil ihre Zielgruppe wahrscheinlich das nicht befürworten würde, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und sie das natürlich limitiert, wenn sie weiterhin ihre Karriere so gestalten will. Deswegen finde ich es ehrlich gesagt auch sehr stark, dass sie dieser Kollaboration zugestimmt hat und das macht, weil das schon auf ihre Art und Weise natürlich ein Statement ist. Also ich möchte sagen, als Feministin können wir gut aussehen und wir können klug sein und eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere nicht aus. Nein, da hast du völlig recht. Und das eine hat ja mit dem anderen tatsächlich eigentlich gar nichts zu tun, außer man möchte betonen, dass es natürlich wichtig ist, nach Male Validation zu streben, was FeministInnen versuchen nicht mehr zu tun. Habe ich auch nie behauptet. Und zu deiner Frage zurück, mein Lieblingskomponist ist Johann Strauss. Wir haben gemeinsam bereits gesungen, da warst du noch ein Kind. Ja, weil ich
Ja. Nicht ganz, ist nicht so lange her. Und es ist spannend, welche Rolle Helene Fischer auch einnimmt, denn sie ist so ein bisschen die Vermittlerin. Sie versucht so ganz vorsichtig zu sagen, ja, so lange ist das ja noch gar nicht her und so jung war Shirin damals noch nicht. Und es ist natürlich wieder eine Abwertung, eine versteckte, bei der Thomas Gottschalk eigentlich sagen will, du bist halt nicht so erfahren wie wir. Lass mich doch labern hier. Danach stellt er sich selber als den lockeren Dude dar, der so sagt, lass mich doch labern, ey, das kann man ja eh nicht ernst nehmen, was ich sage. Dass das ein Millionenpublikum guckt und er eine junge Künstlerin so bloßstellt in der Öffentlichkeit und sie abwertet, da sollte man vielleicht doch hinterfragen, welche Intention da dahinter steht, beziehungsweise ob da eventuell auch Misogynie hintersteckt. Jetzt haben wir auch die Frauenquote ein bisschen hier. Wir sind im Gleichgewicht, glaube ich, 2, 4. Du, ich glaube, wir sind safe. Wir sind safe, ja. Ja. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass er sich etwas mit Shirin befasst hat und das Wort Feminismus gelesen hat und jetzt, keine Ahnung, das irgendwie überkompensieren muss. Das ist zumindest meine Vermutung, weil warum sonst sollte er jetzt auf einmal auf die Frauenquote kommen? Und vielleicht möchte er jetzt auch beweisen, dass er Feminist ist und hier in seiner Show die Frauenquote erfüllt. Bisher hing das ja. Die arme Anna war ganz alleine hier auf weiter Flur. Erzähl mir ein bisschen was von dir, Shirin. Ich bin ja neu im Geschäft, in deinem Geschäft zumindest. Ja, du hast ja mal gesagt, Influencer gehören nicht auf deine Couch. Und ich muss sagen, es ist sehr gemütlich hier. Slay. Das war tatsächlich Slay. Ich habe nicht gesagt, dass Influencer... Nein, Moment. Und das wird ihm wahrscheinlich nicht gefallen. Das gibt mir die Chance, ein Irrtum. Ich habe Influencer nicht verstanden bis jetzt. Verstehst du sie jetzt? Nö. Das sind Menschen, die anderen sozusagen ihr Leben hier ein bisschen in die Hand geben. Also wenn ich sehe, dass manche Menschen leben das Leben anderer mit, wie sie influenzen, und das ist für mich nicht nachvollziehbar, schwer nachvollziehbar. Bei Bastian weiß ich, der Mann spielt gut Fußball, bei ihr weiß ich, sie spielt toll Tennis, bei Helene weiß ich, sie singt schön, aber bei manchen Influencern weiß ich nicht, warum. Das Spannende ist ja, es gibt ja InfluencerInnen aller Art. Deswegen gibt es ja mittlerweile auch die Differenzierung zu Content-CreatorInnen. Aber ich glaube halt, dass dieser Begriff auch so negativ behaftet ist, weil hier einfach klar wird, wie Misogynie in unserer Gesellschaft verankert ist. Weil da sind Menschen, die präsentieren sich und die zeigen sich und zeigen Dinge, die vielleicht jetzt nicht singen, Fußball spielen oder whatever sind. Aber sie unterhalten Menschen. Also sie machen eigentlich nichts anderes als Menschen, die im Showbusiness sind. Nur, dass sie es selber produzieren, schneiden oder sich Dinge ausdenken und so weiter. Das heißt, sie entertainen. Und nichts anderes macht dann Thomas Gottschalk auch in diesen Sendungen. Aber er hat diese fürchterliche Arroganz, sich darüber zu stellen. Und natürlich ist es eine persönliche Präferenz, ob man sein eigenes Leben vermarkten will. Und ich muss sagen, ich persönlich könnte das auch nicht, denn dahinter steht ein hoher Preis, den man bezahlt. Und den bezahlen die InfluencerInnen, die das tun. Und das ist deren Entscheidung über ihr Leben. Ob es das wert ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber diese Judginess darüber und sich da zu erhöhen, das ist das, was einfach nicht so nachvollziehbar ist. Es ist ja nicht mehr oder weniger wert, ob ich jetzt Fußball spielen kann und da drin extrem gut bin oder ob ich Leute unterhalten kann und da drin extrem gut bin. So, es hat ja beides nicht mehr oder weniger Wertigkeit, weil beim Fußballspielen operiere ich auch nicht am offenen Herzen. Also das hat auch viel mit Unterhaltung zu tun. Und auch ein Thomas Gottschalk tut das nicht. Aber weil Leute vielleicht dazu auch sehr relaten können. Relaten heißt, dass man sich dazu verbunden fühlt. Dankeschön. So ganz normale Dinge mit, gerne Thomas, dass man ganz normale Dinge miteinander teilen kann. Und ich glaube, es braucht nicht immer so große Talente wie hier auf der Couch, dass man sich auch jemandem verbunden fühlen kann und dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Wenn man einen Pickel auf der Nase hat, sagt man, der hat auch einen Pickel auf der Nase, ich relate mich jetzt. Ja, natürlich, das lässt sich besser fühlen, weil du halt, wir sind so perfekt angezogen, wir haben das perfekte Make-up hier. Ja, und das hilft ungemein viel mehr als Leute oder Frauen im TV die ganze Zeit zu betatschen und zu normalisieren, dass es komplett normal ist, übergriffig zu sein. Also ich frage mich, wer hier den wichtigeren Job macht, ne? Wenn wir jetzt mal nach seiner Logik gehen. Und Shirin macht das sehr charmant, ne? Und das fällt auch immer wieder auf, dass
Frauen im TV so super charmant sein müssen und so perfekt und in dieses Bild passen müssen. Und da darf kein Ausrutscher nach links und rechts sein, weil sonst passen sie eben nicht rein und dann ecken sie an. Wir haben so tolle Leute. Doch, ich habe hier einen Pickel, einen ganz großen. Und das ist halt wichtig, das auch zu teilen. Deine Follower werden sagen, ach, das finde ich so toll, ich habe auch einen Pickel. Guck mal, das fällt mir, mein Pickel fällt mir jetzt viel leichter. Weil ja, ich weiß, ja, man, ja, absolut. Wenn dem so ist, ich habe auch, oder, einen Pickel. Ich habe eine große Nase, das interessiert aber keinen, bis auf Mike Krüger interessiert das keinen Menschen. Er spricht da die Reproduktion an. Also er sagt so, wenn Leute über ihre Unsicherheiten sprechen, dann hat das weniger Wert als so eine Show wie Wetten, dass, wo er Dinge macht, die, finde ich, viel verurteilenswerter sind als Menschen, die einfach nur über ihren Pickel sprechen. Es tut ja keinem weh. Also wisst ihr, was ich meine? Und auch so ein banales Beispiel zu wählen, ne? Also man hätte auch ein ganz anderes Beispiel wählen können, um irgendwie InfluencerInnen zu beschreiben. Aber es wird runtergebrochen auf was komplett Banales, was natürlich dieses Vorurteil füttert, die machen nichts, die sind faul und verdienen unfassbar viel Geld. Was Menschen aber oft nicht checken ist, dass diese Wut auf InfluencerInnen nicht die Wut auf InfluencerInnen ist, sondern auf das System. Ich weiß nicht, inwieweit das mehr gerechtfertigt ist, dass Fußballer so viel Geld verdienen. Also ne, das System ist das Problem, nicht die einzelne Berufsgruppe. Aber es ist so einfach, InfluencerInnen niederzumachen, weil da eben auch ganz viel Misogynie mitschwingt, weil es ja meistens die Frauen sind, die irgendwelche blöden Beauty-Produkte bewerben und bla. Und natürlich gibt es auch in diesem Bereich Dinge, die sehr kritikwürdig sind. Aber es ist komplett fatal, da alle über einen Kamm zu scheren. Weil das tut man ja auch nicht mit anderen Berufsgruppen. Ich sage ja nicht nur, weil Thomas Gottschalk sich sexistisch verhält in seinen Moderationen, dass alle ModeratorInnen sexistisch sind. Da würde ich ja von einem auf alle schließen. Und Berufsgruppen werden ja auch nicht sozialisiert. Also ich werde ja nicht als Moderator geboren oder als Influencerin und werde dann bestimmterweise sozialisiert. Und man kann dann deswegen von der Gruppe auf gewisse Probleme schließen. Das funktioniert so nicht. Meine Jubiläumsshow. Wir haben ganz tolle Gäste. Wir haben uns viel einfallen lassen. Er redet dann kurz mit Helene Fischer über ihr aktuelles Projekt und nimmt sie auch ernst in ihrem Job. Und dann? Ich will nochmal fragen. Ja, bitte. Es ist ja zusehends schwieriger, sein Privatleben für sich zu behalten. Und du kämpfst ja relativ stark um dein Privatleben. Ja. Wie ist denn der Unterschied zwischen euch beiden? Wenn man sein Privatleben im Netz mehr oder weniger auslebt, hat man ja sein Recht auf Privatheit verloren. Nutzt er diesen Moment, um wieder auf dieses Thema aufmerksam zu machen und wieder gegen Shirin zu sticheln? Man gibt es ja freiwillig auf, aber du kämpfst noch ein bisschen. Du, ich versuche, ich habe das von Anfang an so gehandhabt, ich habe mein Privatleben. Und das ist das perfekte Paradebeispiel von den zwei Abbildungen, die es von Frauen gibt, wenn man Männer fragt, die so in diesem misogynen Kosmos denken. Es gibt einmal die gute Frau, die das richtig macht, die nicht aneckt, die perfekt ist, in Anführungszeichen, die nie irgendwas Kontroverses sagt. Und Helene Fischer steht schon dafür. Sie hat eine sehr glatte öffentliche Persönlichkeit, die eine sehr reine Weste hat. Also da ist überhaupt nichts, was Angriffsfläche bieten könnte, was aber auch darin liegt, dass sie im Schlagersegment tätig ist und da die Zielgruppe tatsächlich auch so funktioniert. Frauen und Männer haben da gewisse stereotypische Rollenbilder und die gilt es zu erfüllen, ansonsten ist der Erfolg nicht garantiert. Bei Shirin sieht das anders aus, ihr Business-Konzept ist anders, weil sie einfach generell sehr kontrovers auftritt und gerne aneckt und das auch Teil ihres Marketings ist. Das ist natürlich die perfekte Gelegenheit, Thomas Gottschalk zu unterteilen in die gute Frau und die schlechte Frau. Und Helene Fischer ist natürlich auch Profi in dem, wie sie antwortet in Interviews. Ganz souverän und auch sehr diplomatisch. Also sie hat sich das auf alle Fälle so antrainiert, dass sie da auf gar keinen Fall Angriffsfläche bietet. Wirklich außen vor gelassen und ich werde meinen Weg auch trotzdem weiterhin so gehen. Trotzdem lerne ich jetzt auch gerade. Tatsächlich fühle ich mich manchmal schon echt alt, weil ich Social Media, das ist mir alles TikTok und dieses ganze Mysterium ist mir wirklich zu schnell. Ja, ich weiß. Und das ist ja auch okay, wenn man es nicht versteht. Aber wenn man etwas nicht versteht, dann kann man auch einfach nachfragen, anstatt über diese Person zu reden, die nebendran sitzt.
Und er macht ja Folgendes, er verbündet sich mit Helene Fischer, während Shirin David in der Mitte sitzt und spricht sie da ja gar nicht drauf an, sondern übergeht sie ja in dem Moment, um quasi darzustellen, wer hier in der Machtposition ist. Wie du richtig gesagt hast, hätte ich gesagt, es gibt mir Gabelstaplerfahrer, die Fans von Helene Fischer sind, und es gibt mir TikTok-Fans, die Fans von Shirin sind. Aber inzwischen reden wir über Gabelstaplerfahrerinnen, Gabelstaplerinnen, Gabelstapelfahrerinnen. Also dieser Satz hat mich komplett verwirrt, weil er irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt. Er will jetzt quasi eine Überleitung schaffen zu den Gabelstaplerfahrerinnen, die jetzt quasi eine Wette absolvieren. Man merkt aber, dass er irgendwie ein Problem hat, das gegendert werden soll oder dass man quasi Gabelstaplerfahrerinnen sagen kann. So, vielleicht haben sich das ja die Gäste noch gewünscht. So. Auf alle Fälle hat er irgendeinen Grund, um das so zu diffamieren, und es ist irgendwie schon unangenehm. Ich begrüße ganz herzlich Antonia und Michelle aus Aschaffenburg. Yay, meine Heimatstadt. Grüße gehen raus an Aschaffenburg. Und jetzt begrüßt er diese zwei jungen Frauen aus Aschaffenburg und sagt, sie sollen Helene und Shirin begrüßen, weil die quasi die Wettpatin sind, also diejenigen, die sagen, klappt die Wette oder nicht. Das passiert nämlich immer auf der Couch von Thomas Gottschalk. Hallo, Antonia. Die Umarmung haben wir bei mir weggelassen, oder? Ja, vielleicht auch, weil er sie direkt zu Shirin und Helene geschickt hat. Und jetzt, boah, Leute. Hallo. Darf ich das? Ja. Und er weiß ganz genau, was er tut. Er guckt in die Kamera und sagt, darf ich das? Ja. Es ist für mich einfach so eklig, weil ich mir so denke, er weiß, dass der Kontext jetzt auf alle Fälle ist, dass er diese Frau sexualisiert, objektiviert. Mit diesem darf ich das? Und er zieht es ins Lächerliche. Also all die Kritik, die über ihn gemacht wurde, die kennt er. Sonst würde er das nicht sagen. Die Art, wie er damit umgeht, ist, dass er es ins Lächerliche zieht. Das heißt, er erkennt nicht an, dass sich diese Frauen unwohl gefühlt haben müssen, dass er übergriffig war und dass das in Masse reproduziert wurde, dass Menschen das regelmäßig gesehen haben und niemand eingegriffen hat und damit suggeriert wurde, das ist okay. Und das in seiner letzten Wetten-Das-Show. Ist ja rein dienstlich. Das macht er übrigens auch oft. Das hat er auch schon früher gemacht. Bitte, das ist therapeutisch. Dass er danach so Sachen gesagt hat wie, ist ja rein dienstlich, ist ja geschäftlich, um quasi diese Objektivierung oder auch Sexualisierung oder Übergriffigkeit generell zu relativieren. Es gehört ja zu seinem Job, dass er touchy ist. Die zwei jungen Frauen verlieren dann die Wette. Du bist völlig mit den Nerven runter, Antonia, ja, oder? Definitiv. Und er greift direkt nach dem Handgelenk. Wer war schuld? Ist einfach blöd gelaufen. Einfach blöd gelaufen. Ja. Und er lässt nicht los. Gemeinsam hättet ihr gewonnen, gemeinsam verliert ihr. Genau. Das sagen die Fußballnationen. Und jetzt ist total interessant zu beobachten, als er dann loslässt, weil er an seine Moderationskarten greifen muss, packt die junge Frau, der er gerade die ganze Zeit ans Handgelenk gegriffen hat und sie nicht losgelassen hat, ihre Hände sofort hinter den Rücken. Darf ich dir wenigstens das Netzteil mitgeben, damit sich das halbwegs gelohnt hat? Die werden ja immer teurer, die Dinger, ne? Ja, ja. Eins habt ihr uns ja versemmelt. Ja. Wie viel kriegst du das Kabel? Naja. Und es ist total spannend, weil sie jetzt einen Schritt zurückgeht und quasi Abstand sucht von ihm, während sich ihre Freundin so schützend davor stellt. Jetzt schüttelt sie ihm die Hand und sagt vielen Dank. Also ergreift die Initiative, um selber zu bestimmen, dieser Körperkontakt ist okay, so. Dann, die mussten den ja vorhin umarmen. Und windet sich quasi so raus. Ich habe Cher an der Hand. I can still. Dann war die Sängerin und Ikone Cher zu Gast. Und das finde ich ja irgendwie spannend, dass die dann in eine Show geht von Thomas Gottschalk. I can still take by the hand, because nowadays you are really afraid to touch a girl. Und auch hier überkompensiert er die Kritik gegen sein sexistisches Verhalten und zieht es ins Lächerliche. Weil es ist ja seine Show. Da kann ja in dem Moment niemand wirklich was dagegen sagen. Wisst ihr, das ist so eine Machtposition. In dem Moment wird das so ausgestrahlt, reproduziert. Es sehen Millionen von Menschen. Und nicht alle sind in der Bubble drin, wo wir drin sind. Eltern von uns sehen das. Und naja, ja gut, ist ja jetzt wieder alles normal, ne?
So wie immer, so wie früher. Wow. It just depends. It depends on what you're touching. Und da hat Cher recht. Und ich finde es sehr gut, dass sie das sagt. Und trotzdem finde ich es so spannend, dass all das, was Frauen auch sagen und reagieren, nichts auslöst in ihm. Also es löst keine Reflexion aus in dem Moment. Er ist überhaupt nicht aufmerksam seinen GästInnen gegenüber, sondern er will einfach nur seine Sachen raushauen. Und das macht ihn on top leider auch zu einem nicht so guten Moderator, um das wirklich mal auf beruflicher Ebene zu bewerten, weil er überhaupt nicht drauf eingeht, was die Leute dort sagen. Null. Stellt euch vor, ein fremder Mann macht das bei euch. Das ist komplett übergriffig, Mann. Komplett. Ich bin froh, dass er die Frau irgendwann losgelassen hat. Und jetzt gucken wir uns noch die Abschlussworte von Thomas Gottschalk an. Also ich stehe nicht hier und bin verzweifelt und sage, das war's nu, mein Leben geht weiter und ich freue mich auf alles das, was kommt. Ich finde es übrigens spannend, wenn ihr nach hinten blickt. Shirin David und Helene Fischer haben Plätze getauscht. Wahrscheinlich, weil Shirin es nicht mehr ausgehalten hat, da zu sitzen. Ich bin natürlich des Öfteren gefragt worden, warum hörst du denn auf? Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe. Es ist weder mein körperlicher noch mein geistiger Zustand. Die waren ja beide nie so doll, aber... Und jetzt wendet er wieder die Taktik an, die er immer anwendet, wenn er etwas Problematisches sagt. Und zwar macht er sich in der ersten Instanz über sich selber lustig, um sich quasi so ein bisschen down zu graden. Psychologisch mega spannend und das macht er wirklich immer. Ich habe zwei Gründe. Der eine wäre, es ist problematisch, wenn man mir irgendwann die Gäste erklären muss, die bei mir auf der Bank sitzen. Noch kenne ich sie alle, aber es ist doch ein Blödsinn, wenn ich sage, wo bleiben Sophia Loren und Rod Stewart und die sagen, die können beide nicht mehr laufen und insofern wäre es sinnlos, wenn man mir Gäste erklären muss, die auf die Bank kommen. Und dann sagt er einen relativ nachvollziehbaren Grund. Er weiß einfach nicht mehr, wer aktuell ist und wer seine GästInnen sind. Aber ich kenne sie nicht mehr. Und der zweite Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen. Und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich lieber gar nichts mehr. Eigentlich sagt er damit nur aus, er kann sich jetzt im Fernsehen nicht mehr wie ein Arschloch verhalten. Auch wenn es charmant verpackt war. Aber er kann das jetzt nicht mehr, weil es würde ja Feedback kommen und Menschen würden das kritisieren. Früher wurde das nicht kritisiert. Nicht, weil es damals nicht schon kritikwürdig war, sondern weil die Möglichkeit einfach nicht da war und weil die Dynamik schwierig überhaupt aufzufahren war. Das heißt, Dinge, die die Gesellschaft als normal erachtet, die sind für uns normal. Wenn alle das augenscheinlich so machen, dann hinterfragt Mensch das ganz oft nicht, weil der Mensch ein soziales Wesen ist, der mit dem sozialen Gefüge geht. Wenn aber jemand merkt, ach krass, diese Gedankengänge gehen mit mir in Resonanz und es stimmt total, was diese Person sagt, dann ist da Raum für eine Entwicklung und für einen Fortschritt. Und genau das möchte Thomas Gottschalk nicht. 2018 hat Thomas Gottschalk schon den Kommentar abgelassen. Bis ich gecheckt habe, ob es missverständlich, übergriffig, unsensibel oder political incorrect ist, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Dieser Mann ist erwachsen und es ist stellvertretend für so viele Dinge, die passieren. Es ist die Verschiebung der Verantwortung. Man möchte keine Verantwortung übernehmen. Und ich finde, dass wir das nicht mehr dulden müssen. Gesellschaft entwickelt sich weiter und es ist doch keine Cancel Culture, wenn wir Feedback zu gewissen Dingen jetzt geben können. Und Thomas Gottschalk nimmt sich am Ende mit seinen Abschiedsworten genau dieser populistischen Denke an. Er sagt, er kann jetzt nicht mehr das sagen, was er eigentlich zu Hause sagt. Es ist total klar, dass Thomas Gottschalk sich nicht von seinen verinnerlichten Glaubenssätzen und wie er die Welt sieht verabschieden möchte, weil er es nie musste. Er konnte damit jahrzehntelang erfolgreich sein. Und es war kein Problem. Deswegen fällt ihm das jetzt schwer, das zu hinterfragen, denn er müsste an dieser Stelle seine Privilegien hinterfragen. Und das musste er so lange nicht. Und es ist so traurig, dass dieser bekannte Moderator so abgehen musste und seine letzten Worte quasi in dieser Show populistisch genutzt werden. Und irgendwie hoffe ich ja, dass sich Thomas Gottschalk zu Hause nicht so benimmt
und einfach irgendwelche Frauen antatscht, irgendwelche diskreditierenden Bemerkungen macht. Ich hoffe es nicht. Ich bin ehrlich gesagt so froh, dass es mittlerweile ein bisschen Gegenwind gibt, dass Menschen hinterfragen, wenn sowas passiert, weil eben diese Reproduktion so stark ist. Und wenn wir sowas halt dulden und sowas okay ist, dann sagen wir einfach der Öffentlichkeit, die das guckt, und das ist ja ein Millionenpublikum, das ist okay. Das bagatellisiert Übergriffe. Und das hat natürlich ganz andere Ausmaße. Wenn wir das weiterspinnen und weiterspinnen, kommen wir zu dem Punkt, an dem wir leider einfach immer noch nicht drüber sind, und zwar, dass Frauen als Objekte gesehen werden, dass sie nicht ernst genommen werden, wenn sie nicht in die Rolle passen und angepasst sind. Und wenn sie angepasst sind, dann werden sie auch nur so weit ernst genommen, wie der Mann die Kontrolle über sie haben darf. Und das sieht man am Verhalten von angepassten Frauen, die ihre Karriere geschafft haben. Und I don't blame the women for this, weil sie sich einfach an das System anpassen, um in irgendeiner Form ihre Träume leben zu können. Und wenn sich Frauen eben nicht anpassen und eben nicht ins Bild passen, in das Idealbild des Mannes, werden sie abgewertet. Obwohl dieses Bild, in das sie passen, überhaupt ihnen gar nicht angreift als Person. Also ich finde es ehrlich gesagt gut, dass das jetzt ein Ende hat, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es krass, dass er mit einer Selbstsicherheit steht und diese Dinge sagen kann und tun kann und immer noch ein Lächeln auf den Lippen hat. Denn er hat nichts zu befürchten. Es gibt keine Konsequenz in der Regel. Zumindest hat er das gelernt in den ganzen letzten Jahren und Jahrzehnten, wo er in der Öffentlichkeit stand und diese Show gemacht hat. Er konnte Frauen auf den Mund küssen. Einfach so. Er konnte übergriffig sein im sexuellen Kontext und es war egal, es ist nichts passiert. Und ich hoffe einfach, dass auch in anderen Fällen, die wir auch haben, Leute, nicht einfach drüber hinweggesehen wird. Auch in Podcasts mit männlichen Hosts, die absolut sexistische Kacke droppen, die auch darstellt, wie normal das ist, wie bagatellisiert das ist, dass Frauen belästigt werden. Es wird normal, wenn man das in so einer Reproduktionsmasse tut. Und wenn keiner es hinterfragt, dann bleibt es so. Ich bin gespannt, eure Kommentare zu lesen und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Stay emotional, stay soft und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute.